Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute reden wir über das neue Season 2 Update, über den Blogpost, der immer noch nicht draußen ist. Es ist 19.04 Uhr, ich sitze hier vor dem PC und warte auf den Blogpost. Bin eben gerade auch offline gegangen, weil ich dachte, der Blogpost kommt jetzt um 19 Uhr, habe ich euch ja auch schon gesagt. Aber der Blogpost ist jetzt nicht rausgekommen. Wir haben trotzdem einen neuen Trailer, den wir uns anschauen können. Wir haben Patch Notes und wir haben auch noch weitere Informationen zu Season 2 von Raven bekommen. Deswegen würde ich sagen, lehnt euch zurück, genießt das Video. Lasst am Ende des Videos natürlich sehr gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo für mehr Call of Duty Videos von mir in der Zukunft. Ganz wichtig ist, Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr immer direkt benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online kommt. Und wir sind ja momentan in der heißen Phase für das Season 2 Update, in der heißen Marketingphase sozusagen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Season 2 Trailer an, den Call of Duty eben gerade gepostet hat. Und zwar haben die den Trailer auf deren X-Account gepostet. Hier seht ihr das Ganze. The strong survive, the strongest win, outlast the living and the dead on 3 new 6 vs 6 Maps. The Zombie-Filled Hardpoint Mode and more in Season 2 am 7. Februar. Also wir bekommen Hardpoint, das ist Stellung mit Zombies. Sehr, sehr interessant. Drei neue 6 vs. 6 Maps und ich würde sagen, wir reden nicht mehr lange um den heißen Brei rum und gehen direkt rein in den Trailer. Der geht 41 Sekunden und nach dem Trailer werden wir den auch noch mal ein bisschen analysieren. We walk different paths towards the same end. Visual on a target. Light him up. Going dark. Hostile spotted. You can run. Here they come. You can hide. But me, I'm going out fighting. Ist schon nice, würde ich mal fast behaupten. Wir analysieren jetzt den Trailer. Also, wir sehen hier und die ganze Zeit eigentlich im Trailer auch den neuen Ghost-Skin. Und wir sehen an seinen Unterarmen diese Schweife oder was auch immer das ist. Es leuchtet auf jeden Fall hellblau, also eismäßig. Und aus seinen Augen kommt genau dasselbe raus, was auch immer das ist. Sieht aber wirklich sehr nice aus. Wir sehen hier seinen Handschuh und hier leuchtet das Ganze. Sehr, sehr geil. Also sieht extrem geil aus. Ghost ist, denke ich mal, auch ein Fan-Favorite von sehr vielen COD-Fans. Und ich denke mal, ihr werdet das genauso feiern wie ich. So, wir sehen hier nochmal diesen Skin mit hier ein paar Gravierungen oder was auch immer das ist. Hier sehen wir auch Totenköpfe auf seinem Operator-Skin. Sieht sehr, sehr nice aus. Und ich denke, dass dieser Operator der Stufe 100er Operator im Battle Pass ist. Und diese Version wird dann auch noch eine Black Cell Variante haben. Und dann werden wir wahrscheinlich noch in Stufe 0 auch nochmal einen Ghost Skin sehen, der aber jetzt nicht leuchtet oder sowas. Vielleicht ein Ghost Skin mit Jeans, den wir auch schon mal in einem Marketingbild von Warzone gesehen haben. So, dann geht es hier weiter. Dann sehen wir hier Stash House, eine 6 vs. 6 Map. Wir können hier nicht wirklich viel erkennen von der Map, aber was wir hier sehen, ist ein neuer Operator. Er ist irgendwie grün. Außerdem kommt bei ihm noch ein bisschen Rauch raus oder was auch immer das ist. Diese Schweife oder wie auch immer man die nennt. Ihr wisst, was ich meine. Komm hier raus. Ja, das ist irgendwie ein Operator, den wir wahrscheinlich dann im Shop sehen werden, denke ich mal. Das hier ist Riley. Wir werden im Battle Pass auch noch ein Haustier sehen. Einmal die normale Variante und es wird dann höchstwahrscheinlich auch nochmal eine Black Cell Variante für Riley geben. Und kann natürlich hier auch Finisher durchführen. Dann haben wir hier Vista, eine 6 vs. 6 Map. Sieht auch ziemlich cool aus, um ehrlich zu sein, auf den ersten Blick hier von oben. Dann sehen wir hier nochmal einen neuen Operator, komplett in weiß. Sieht auch extrem nice aus, wie ich finde. Dann hier die passende Blueprint, ist wahrscheinlich irgendwie ein Shop-Bundle, denke ich mal. Dann sehen wir hier Departure, eine neue 6 vs. 6 Map. Hat ein bisschen Terminal-Vibes, um ehrlich zu sein, weil man ist hier auf dem Flughafen irgendwie. Dann sehen wir hier die Farmers. Ja. Und dann geht es weiter mit dem Kriegsmodus. Wir werden hier eine neue Map sehen, Operation Tin Man. Das ist ein Bereich aus Urzikstan in der Stadt. Dann sehen wir hier nochmal den Ghost Skin. Wahrscheinlich Stufe 100er. Ich weiß natürlich nicht. Und dann sehen wir hier die Farmers. Ich glaube zumindest, dass das hier die Farmers ist. Nicht die Farmers, sorry. Die F2000 meine ich, die F2000. Ja, dann
stürzt das Ding hier ab. Dann sehen wir hier Zombies. Hotpoint. Also Hotpoint, wie gesagt, ist Stellung mit Zombies und die Zombies werden an der Stellung irgendwie spawnen und die werden dann Verteidiger und Angreifer angreifen. Sehr, sehr geil. Also da freue ich mich auch schon drauf auf Hotpoint. So, dann sehen wir hier Overground. Das ist nicht die Map, nicht die COD4-Map, sondern es ist einfach die Beschreibung dafür, dass einige Maps verwuchert sein sollen. Und zwar sehen wir hier im Hintergrund einmal Skid Row mit den ganzen Pflanzen hier, alles verwuchert. Hier ebenfalls Skid Row. Hier sehen wir auch Michonne, den Operator aus dem The Walking Dead Event. Dann sehen wir hier Rick Grimes, auch aus dem Walking Dead Event. Dann sehen wir hier Terminal verwuchert. Wir sehen im Hintergrund irgendwelche grünen Pflanzen oder was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. Und dann sehen wir hier auch Zombies. Hier einen Operator-Skin, den wir wahrscheinlich im Shop sehen werden. Dieser Overgrown oder Overloaded, wie auch immer, Modus wird auf jeden Fall ein limitierter Modus sein, den wir in Season 2 im Multiplayer sehen. Dann sehen wir hier nochmal den Ghost Operator-Skin. Und hier nochmal eine neue Map, denke ich mal. Oder ist es Ursikstan? Ja, ich glaube, es ist Ursikstan. Dann sehen wir hier Akimbo Revolver. Und das war es jetzt hier mit dem Trailer. Wir können hier jetzt übrigens die Tarnung sehen für das The Walking Dead Event. Die Tarnung wurde bereits geleakt. Ist jetzt nicht wirklich was Besonderes, um ehrlich zu sein, weil die Tarnung ist nicht animiert. Ist braun mit diesen Drähten da als Motiv. Ist nichts Besonderes. Aber wollte ich euch nur einmal zeigen. Das ist die Belohnung für das The Walking Dead Event. Dann hat Raven Software eben gerade das hier gepostet. Und zwar sehen wir hier das PDS Field Upgrade, das wir in Season 2 wahrscheinlich, wie es aussieht, bekommen werden. Und zwar sehen wir hier im Hintergrund auch noch Fortune's Keep. Hier ist irgendwie ein Riss in der Wand. Richtig crazy. Irgendwie gibt es Risse auf Fortune's Keep oder was auch immer ich da mitbekommen habe, was die Leute hier schreiben. Und hier sehen wir diesen Riss irgendwie. Ganz crazy. Und hier das neue Field Upgrade, beziehungsweise das neue alte Field Upgrade PDS. Für alle, die nicht wissen, was das ist, da stellst du hin und dann siehst du einen Radius, wo du reingehen kannst. Und in diesem Radius bekommst du keinen Schaden vom Gas, wenn du das innerhalb des Gases platzierst. Wir haben jetzt im Game auch ein neues Update bekommen. Und zwar haben wir hier das The Boys Soup Belagerungsevent. Und zwar schauen wir uns das einmal an. Hier sehen wir, dass wir verschiedene Herausforderungen machen müssen für MW3 oder für Warzone, um diese Belohnungen zu bekommen. Und zwar sehen wir hier in MW3 beispielsweise erreiche ein Operator Wärmebildabschuss im The Boys Modus. Dann haben wir hier deaktiviere 20 Ausrüstungsteile mit DDoS-Angriffen. Wir haben hier erreiche 45 Operator-Abschüsse mit dem MTZ-762. Dann haben wir hier erreiche 5x 2 Operator-Abschüsse in einem Leben mit ausgerüsteter Overkill-Weste. Dann haben wir hier bei dem Talisman erreiche 15 Operator Akimbo-Abschüsse. Und wir haben hier als letztes erreiche 7 Operator-Abschüsse mit Primärausrüstung. Und am Ende, wenn wir alle Herausforderungen abgeschlossen haben, bekommen wir diese The Boys Blueprint für die Tech Eradicator. Sieht nicht schlecht aus, glänzt so ein bisschen. Dafür, dass es kostenlos ist, ist es, denke ich mal, in Ordnung. Dann haben wir in MW3 folgende Playlists. Wir haben 10 vs. 10 Moshpit. Wir haben Soups, Team Feuergefecht, Modern Warfare 3 Moshpit, Rustmint 24-7, Hauptquartier, Kriegsmodus, Feuergefecht, Unbarmherzig, Bodenkrieg und Invasion. Außerdem haben wir in Ranked jetzt auch noch eine nice Änderung. Und zwar sehen wir jetzt die Killcam in Ranked. Das ist schon mal nice, dass wir jetzt die Killcam sehen können und uns nicht ständig fragen, ey, wie hat er mich geholt? Jetzt sehen wir es, jetzt wissen wir, wie der Gegner uns geholt hat. Ansonsten gibt es hier keine großen nennenswerten Updates. Leute, ich warte immer noch auf den Blogpost. Sobald der Blogpost rauskommt, werde ich so schnell wie möglich natürlich ein Video für euch machen. Deswegen abonniert gerne den Kanal und nicht vergessen, Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr immer direkt benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online kommt. Ansonsten bin ich auch täglich live von 16, 17 Uhr bis 20, 21 Uhr meistens. Kommt da gerne rein. Der Link befindet sich oben in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, bis dahin und ciao.